Alle Jahre wieder kommt auch der letzte Donnerstag im November, an dem die Amerikaner ihr Erntedankfest feiern. Einer schönen Tradition folgend machen sich zu dieser Zeit vier Familien auf den Weg, gemeinsam einen Truthahn zu verspeisen. Die Vorbereitungen dazu werden ein wenig verteilt und reihum ist jede Familie dann abwechselnd an der Reihe, einen großen Vogel lange in der Bratröhre brutzeln zu lassen. Ein jeder trägt durch seine Anwesenheit zum Gelingen des Abends bei und auch der Gastgeber will stets einen guten Eindruck machen und hat Entsprechendes anzubieten. Wir haben weißen, roten, Bier, Orange und Wasser. Na bitte, wer sagt's denn? Doch bevor wir uns dem festlichen Mahl zuwenden, müssen erst einmal diejenigen Nachrichten ausgetauscht werden, die ein ganzes Jahr lang warten mussten. Deshalb heißt es nach dem Begrüßen erst einmal: Hey, kennst du schon meinen neuen Freund? Oder aber: Ach, meine Bandscheibe macht mir wieder mal zu schaffen. Ich hab wieder Hunger. Wenn ich jetzt hier aussehe, das spielt alles keine Rolle. Stimmt genau. So etwas spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist hauptsächlich, dass das Auge mal wieder mitessen kann und dass überschüssiges Fett sauber abgetrennt wird, denn davon trägt die Elterngeneration schon genug mit sich rum. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir uns alle so hinsetzen, dass wir am meisten von uns haben. Nicht wahr, Angela? Irgendwann haben dann auch alle ihr Plätzchen gefunden und fühlen sich wohl. Und damit uns das im nächsten Jahr einfacher gelingt, hält Jürgen das noch kurz fotografisch fest. Damit könnte nun das Fest mal beginnen, aber etwas ganz Wichtiges fehlt noch. Genau, unser Thanksgiving Prayer in Englisch. Fast wäre das dieses Mal schiefgelaufen, weil Vicky ihre Originaldokumente vergessen hat, aber dank des allverfügbaren Internets und guter Suchmaschinen konnten wir uns schnell noch mit einer Textvorlage versorgen. Und wer betet vor? Also für das Gebet brauche ich aber Hilfe. Das machen wir alle zusammen. Denke ja. Ich, ne? Also, oder ja. Ohne Pille, ich hab's ja schon. Nachdem das Gebet gesprochen ist, wird aufgetischt. Und zwar stilecht und streng konservativ nach alter amerikanischer Tradition. Warum das Zerlegen des großen gebratenen Vogels an Hans hängen geblieben ist, weiß inzwischen auch niemand mehr so recht. Aber er strengt sich jedes Mal gehörig an, das Fleisch servierfähig zurechtzuschneiden. Und mit hilfreicher Unterstützung gelingt das jedes Jahr wieder. Monika hat vor vielen Jahren, wie viel sind's? Ich glaube inzwischen 11, hat vor vielen Jahren ihre besten Schulkameradinnen dazu eingeladen. Und inzwischen ist unser alljährliches Treffen zu einer festen Institution geworden. Längst sind die Kleinen aus der Schule und manche Familien sehen sich hier das einzige Mal im Jahr. Aber niemand möchte unser Thanksgiving-Dinner missen. Nicht nur der herzhafte Truthahn und die klassischen Beilagen sind so verlockend, nein, man möchte auch wissen, was sich im Leben der anderen getan hat. Und so sitzt man beisammen und erzählt. Meist alt und jung an gegenübergesetzten Tischenden, aber doch irgendwie alle zusammen. Geht dein Bild am großen Tableau? Jetzt kommt der Herr und dann wird auch vielleicht der Meister dazu gestellt. Irgendwann geht dann auch dieser Abend zu Ende. Nicht, weil es nichts mehr zu essen gäbe, sondern weil es zu spät geworden ist. Die Alten müssen ins Bett und die Jungen haben noch irgendwo eine Verabredung. Statt Doggy Bags sind große Kisten und Töpfe mitgebracht worden, denn man will dem Gastgeber ja nicht zumuten, die kommende Woche ausschließlich von Resten zu leben. Es wird eingepackt, Tschüss gesagt und der Heimweg angetreten. Bis zum nächsten Mal.